Irgendwie erinnert mich der Anfang dieser Musik sehr stark an Wendell's Monday. Irgendwie in die ersten Töne dieses Liedes, das ist, ich bin vielleicht auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen verrückt vielleicht, aber ja, irgendwie. Gut, wir spielen heute nicht Wendell's Monday, wir spielen Pokémon Schwert mit dem Zwergfürst. Ja, wir spielen Pokémon Schwert mit dem Zwergfürst, ja, das königliche Wir. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englerin zu Emden Port. Ja, dann geht's jetzt weiter, wie es aussieht. Da war eins in Kilton und eins in Engine City. Haben wir noch irgendwo welche? Momentan sieht's nicht so aus. Kilton und Engine City haben wir. Dynamaxierte Pokémon. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Kilton. Der Engine City muss erstmal warten. Auf nach Kilton. Ja. Der Wasserohren nach dem Pflanzenohren. Klingt logisch. Auch eine coole Musik hier. Die alten Orte nochmal besuchen. Aus dem Tutorial. Ja, die ersten drei Ohren, die waren ja hier. In gewisser Weise so etwas wie ein Tutorial. Oh, und wen haben wir denn hier? Das ist hier die Band von den Credits. Die Credit Band. Man kann es jetzt schlecht sehen, weil die in ziemlich kleinem Format dargestellt werden, aber ja. Oh, da werden sie gezeigt. Die Maximals sind die besten Pokémon-Bands der Welt. Möchtest du sie live erleben? Na, sehr gerne. Unbedingt. Ihr Auftritt kann eine Weile dauern. Sie mischen den Namen richtig auf. Willst du ihn trotzdem ansehen? Ja, auf jeden Fall, los geht's. Es dauert jetzt ein bisschen, aber... Ach, die Credits nochmal, oder was? Ach, nee. Als ob. Jetzt werden mir die Credits nochmal gezeigt. Ja, gut. Ja, das sind sie. Da rocken sie die Bude. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht. Müssen wir uns das jetzt komplett geben? Die Credits haben wir schon gesehen. Ja. Die beste Band in ganz Gala. Da ist sie. Ja, großartig. Sag nicht, wir können, ja, gut, ja. Kann ich gerade nicht überspringen. Na, schöne Scheiße. Dann gucken wir uns jetzt nochmal die Credits an. Ja. Ich kann es wirklich gerade nicht überspringen. Das ist ja jetzt... Gut, ich schneide es euch raus, aber... Habt ihr sie nochmal gesehen? Gut, hier kann man also nochmal die Credits abrufen. An dieser Stelle. Alles klar. Okay. Ja. So viel dazu. Ich hatte gehofft, dass ich da jetzt nochmal, dass die jetzt irgendwie noch was Spezielles, was irgendwie eine großartige Live-Performance eingebaut hätten und das einprogrammiert hätten, was man jetzt nur an dieser Stelle sehen kann. In der Afterstory. Das wäre jetzt was Geiles gewesen, aber. Gut, hier kann man also die Credits abrufen. Sind einfach die Besten, der Besten. Die Maximals sind der Hammer. Na gut, das hat jetzt... Ja, so lang war das nicht. Nach 5 Minuten hat das schon gedauert. Also die Credits haben schon... 5 Minuten Credits, das muss man sich jetzt nicht unbedingt in kompletter Länge geben. Verzichte ich gern nochmal drauf. Muss nicht zweimal sein. So, dann geht's weiter. Denn das nächste dynamaxierte Pokémon bei Kate in der Arena. Haltet lieber etwas Sicherheitsabstand, Leute. Da drin ist es gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten evakuiert. Ihr seid
schon eine interessante Truppe. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet. Ich auch nicht. Ist das gerade wirklich relevant? Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe können wir wirklich gut gebrauchen. Dieses Dynamax Pokémon ist so unfassbar stark. So unfassbar stark, ja klar. Erzähl mir was vom Storch, der die Kinder bringt, oder was? Also das letzte Pokémon stark. Das letzte Dynamax Pokémon, was ich bekämpft habe. Ja gut, das ist jetzt kein hohes Gras-Pokémon, das man so einfach wegklatscht, aber das ist. Ja gut. Packen wir es mal an. Ja, ich bitte euch, also jetzt mit einem Team, was... Oh, ich habe das Akani-Shirt an. Gardos. Also mit einem Team, was den Champ Cup bestanden hat und sich durch die Finalrunde geschlagen hat und den Champion der Ghana-Region besiegt hat. Ich bitte dich, da ist doch so ein Gardos, so ein dynamaxiertes Gardos, was austickt und ein bisschen stärker ist. Es ist ein Forz dagegen. Das ist ja irgendwie so ein Brandstempel. Ja, auf Gardos. Gute Idee, Zwerge. Gute Idee. Ja. Feuertag auf Gardos. Hast du fein gemacht. Ja, ein bisschen nachdenken gehört natürlich auch dazu. Das ist dann, wenn man ein bisschen taktisch überlegt und den Kampf dann irgendwie gut. Ja, wir haben Großraum im Team. Ich bitte dich. Ich habe jetzt leider kein Pflanzen-Pokémon mehr drin, weil ich hier für Glumanda die Ninjan aus dem Team geworfen habe. Ja. Antikkraft, na komm. Vielleicht wirkt das ein bisschen was. Okay, Giga Dynamax, Großraum. Na komm, das ist doch jetzt. Wenn du jetzt mal das ganze Material setzt, dann ist das vielleicht auch mal das Gardos ein bisschen effektiv. So, na komm. Das wird doch wohl hier deiner Angriff, genau. Das ist zwar eine Bohnenattacke. Aber gut. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Wir haben es jetzt schon zur Hälfte gemacht. Also das ist. Wie gesagt, ich bitte dich. Das ist so stark. Ein dynamisiertes Gardos. Ich glaube, die Entwickler haben auch an. Das ist. Ja. Ich wollte schon in den Credits sagen, aber die Credits, ja. Ich muss in den Credits eigentlich kein Fazit mehr sagen, weil ich mach's über das Spiel in den Parts verteilt. In den Parts verteilt sage ich immer, was mich im Spiel, was mir im Spiel nicht gefällt, was mir gefällt. Also, ja. Wer alle meine Parts guckt, der weiß, was ich von dem, wer das komplette Let's Play durchgeguckt hat, der weiß, was ich davon halte. Da braucht es kein Fazit mehr im letzten Part. Ein bisschen was sage ich dann doch bei den Credits, aber gut. Sogar das besiegt. Ich würde sagen, die Entwickler haben sich, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Haben sie ein bisschen überschätzt bei der Sache. Bei der Sache mit den Dynamax-Pokémon. So giga stark und so phänomenal ist die Sache gar nicht, dass man das, so wie die Charaktere hier mal drüber reden und sagen, das ist, die sind so stark, so unbeherrschbar und so unzerstörbar, Giga Dynamax Pokémon, die haben mich zum Sieg geführt. Ja, sieht schon schön aus, aber macht jetzt nicht wirklich was aus. Gut, weiter im Text. Euch ist es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Tage wieder im Griff haben. Wir werden uns hier im Kilton-Stadion um das Pokémon kümmern, bis es sich wieder erholt hat. Ach, noch was, Zwangfürst. Sollst du jemals meine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Davon gehe ich doch aus. Ich bin dein Champ und du bist... Ich weiß nicht, wie das aussieht bei den Arena-Trainern. Sind die irgendwie beim Champ angestellt? Irgendwie schon, indirekt. Also ja, gut. Gehe ich von aus, dass ich deine Unterstützung habe. Du sortierst die Nilgengarde in dein Album ein. Tappern wir jetzt nochmal alle Arenen durch oder sind das nur die drei Tutorial-Arenen? Zwei seltene Nilgengarden haben wir hier schon. Das ist schon mal nicht schlecht.
So, vom Kilton geht es jetzt direkt weiter, ohne weitere Umschweife. Hier. Nach Engine City. Die Feuerarena. Alles bisher kein Problem. Wie gesagt, alles keine Ursache. Kein Grund zur Panik. Ja, und neuerdings, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber neuerdings richtet sich das Spiel auch nach Tag- und Nachtrhythmus. Also, ich glaube, das war früher noch nicht so. Das war während meinen Parts noch nicht so. Weil jetzt ist halt hier immer Nacht. Ich nehme es halt nachts auf. Das ist also, es ist halt für ein Spiel, was sich nach Tag-Nacht-Rhythmus richtet, denkbar scheiße. Ich glaube, wir hatten auch schon ab und zu mal Tag, oder? Wir sind auch ab und zu mal durch die, also ich kann mich daran erinnern, dass wir hier durch die großen Städte, gerade hier durch diese Stadt hier, dass wir da tagsüber lang gelaufen sind. Also das ist, und ich nehme immer nachts auf. Das ist, ja. Gut. Engine City Stadion. Dort, wo die Eröffnungszeremonie stattfand, dort, wo alles begann. Das habe ich in diesem Part und in den letzten Parts schon häufiger gesagt, aber ja, es ist ja auch ein Schritt zurück. Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Eine kleine Zeitreise, wenn man so will. Sion, der Champ und Ness und Hope, hast du auch gleich mitgebracht. Oh, sie erinnern sich an mich, Cabo. Das freut mich total. Aber klar doch. Immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei eurer Einheit hingelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Du hast natürlich recht, die Lage im Stadion ist nämlich ganz ernst. Und genau deshalb sind wir hier. Hervorragend. Ich hatte schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich an einem solch einem starken Gegner aufkommen soll. Und jetzt mal ganz im Ernst, das ist ein Arena-Leiter, das ist, und er kriegt ein einzelnes Giga-Dynamax-Pokémon nicht. Es ist gerade so ein bisschen unlogisch. Ich verstehe es nicht. Also es ist irgendwie, der muss den Champ rufen, der Champ und sein Team muss anrücken, weil der Arena-Leiter das so ein einzelnes Giga-Dynamax-Pokémon nicht besiegt kriegt. Ja, schön für die Afterstory. Es bietet sich schön an. Es macht auch Spaß und ja, es ist. Hoppla. Es ist storytechnisch schon lustig, aber logisch ist es nicht. Ja, unlogisch Ding in Pokémon Teil 78. Aber mit euch an meiner Seite brenne ich geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. Pokémon Tutorial TV und ja, nenne ich Kate hergehört. Und nur gestiegen in Pokémon. Ich glaube, Pokémon Tutorial hat da sogar schon das, also in Pokémon Schwert und Schild. Ich glaube, das fand eventuell schon mal Erwähnung in einem von diesen Videos. Muss nachher mal nachgucken. Ein riesiges Quartel. Sehr effektiv. Na gut, dann Antikkraft. Next Strike. Okay, das ist Ness Pokémon. Jetzt setzt Hope ein. Und jetzt Kabu. Und dann ich, oder was? Ich nicht. Okay. Oha. Das Ness Pokémon ist schon. Ach, jetzt bin ich dran. Und schon fast zur Hälfte besiegt. Das ist also. Ja gut. Und Dynamax ist noch nicht aufgeladen. Interessant. Jetzt setzt er sein Dynamax-Pokémon ein. Dynamax-Gortrum. Ja, Pflanze gegen Feuer. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber. Mach ruhig. Next Strike. Und Giga Dynamax. Deiner Angriff. Und wieder die Bohnenattacke. Was willst du denn hier? Der mit seinen Bohnenattacken, was soll denn das helfen? Hat er keine Pflanzenattacke?
Es ist natürlich gegen Karte schon sinnvoll, aber bei Gerardos hat das auch schon Pflanzenattacken weggelassen. Na komm. Im Felswurf, ja, das wird man mal einsetzen. Next Strike. Vielleicht komme ich gar nicht mehr dran. Dein Angriff. Ja, alles schon im roten Bereich. Es geht ja ruckzuck. Ruckzuck. Zackedidus, da geht das Ganze hier. Los, Felswurf. Und das geht in den Rest. Und Quarte besiegt. Haben wir jetzt alle drei Arenen befreit. Großartig. Hätten wir das auch. Sieht ganz so aus, als hätten wir gerade noch mal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier im Stadion etwas erholen. Ach, und Zwangfrost, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Du erhältst eine seltene Negerkarte von Kabu. Sortierst die Negerkarte in deinem Album ein. Ja, ja, ich verstehe schon. Ihr müsst noch woanders nach dem Rechten sehen. Wie? Dann mal los, ihr jungen Hüpfer. Viel Glück. Ja, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Piep, piep, piep. Was ist denn jetzt los? Ein Rotom-Pokédex oder was? Ist das dein Smart Rotom? Genau das meinte ich doch. Da klingelt Zwangfrost. Zwangfrost, wir haben ein Problem. Die beiden Clowns sind im Pokémon-Labor aufgetaucht. Was? Sonja, alles okay bei dir? Momentan nerven mich die zwei nur rigoros, damit dass sie die Wunschsterne haben wollen. Noch kann ich sie im Schach halten, aber könnt ihr trotzdem schnell hier vorbeischauen? Piep. Die Witzbolter haben es auf die Wunschsterne abgesehen. Wir müssen Sanja helfen und uns den rostigen Schild zurückholen. Los, gehen wir zum Pokémon-Labor zeigen first. Schon wieder stirbt er völlig unüberlegt los. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Naivität oder Mut ist. Wahrscheinlich ein Stück von beidem. Zum Pokémon-Labor. Na, mir soll es recht sein. Ich ziehe das mit euch bis zum Ende durch. Ich auch. Na gut, auf geht's. Arenen haben wir wohl. Gut. Ja, wie war das noch gleich hier auf der Karte? Da können wir auch sehen, ob noch irgendwas markiert ist. Das sieht nicht so aus. Das Pokémon-Labor wahrscheinlich. Da müssen wir hin. Ja, Haus der Professorin. Nein, hier. Brassboy. Da wollen wir wieder hin. Die Verrückten sind im Haus der Professorin. Pokémon-Center. Ja, haben wir nicht nötig. Egal, mache ich trotzdem. Falls wir mal K.O. gehen, haben wir denn die Möglichkeit, wieder in diesem Pokémon aufzutauchen. In diesem Pokémon-Center aufzutauchen. Man geht ja mal das letzte zurück, wo man stehen geblieben ist. Juti, na dann, retten wir mal die junge Professorin in ihrem Labor. Okay, rein da, retten wir sie, unsere Professorin. Oha, mit dem Stuhlklapper. Uns können sie nichts vormachen, dafür sind sie viel zu berühmt. Ach ja, die acht so berühmten Schwerthäute und Schildrich, ja, ich kenne sie noch aus dem vorletzten Part. Und aus dem letzten. Dafür, dass die so berühmt sind. Ja, ich sag das bereits. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rose gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Und unser Gespür liegt nie. Die Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Händen des Pöbels zu überlassen. Also hör damit. Wird's bald. Was hat die Tatsache, dass sie sich für berühmt halten, den Wunschstern zu tun? Ja, berühmt halten, das ist die richtige Formulierung. Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen.
Ganz recht. Es ist offensichtlich, dass Sie den wahren Wert der Unsterne nicht begreifen. Folglich sollten Sie den Finger von Ihnen lassen. Du meine Güte, was sollen wir jetzt nur tun, Brüderchen? Wirklich unfassbar, was wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Wenn hier jemand etwas erdulden muss, dann wohl die beiden Professorinnen. Huh. Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder Pokémon gegen ihren Willen dynamaxiert. Und den rostigen Schild könnt ihr auch gleich wieder herüberwachsen lassen. Oh, oha. Wir waren uns so sicher, dass der Champ hier aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, er hat seine vernichtende Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in Grund und Boden gestampft werden. Herr Hope, der hat ja verloren. Das ist ja. Stimmt auch wieder. Hey, lass dich doch nicht von den zwei Klons unterbuttern. Ganz meiner Meinung. Diese eine Niederlage darf dich nicht so aus der Bahn werfen. Okay. Ja, zusammen schaffen wir das. Uns nicht unterkriegen lassen, beides. Danke, Zwengfest, du hast recht. Dann lass uns diese Pappnasen mal aus dem Weg räumen. Pappnasen? Du wagst es, uns Pappnasen zu nennen. Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder. Ein Affront. Dass der Tag kommen würde, an dem wir uns derart vom Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich teile deinen Schmerz, Brüderchen. Als Vertreter unserer noblen Geschlechts dürfen wir dieser Schmach keinesfalls erdulden. Diesmal haben wir unsere kampferprobten Pokémon mitgebracht. Dieses Kräftemessen wird auf einem anderen Niveau stattfinden. Okay, jetzt fordern sie uns im Doppelkampf heraus. Okay, interessant. Naja, wird es ja vielleicht mal spannender. Drei Pokémon jeweils. Ist zusammen ein Team. Na, da frage ich mich mal, wie sie den Hund besiegt haben. Wenn sie insgesamt drei Pokémon haben. Mit einem anderen Team, ja gut, aber. So echt kriegen wir auch hin. Hopes Team mag vielleicht nicht so gut sein. Ein bisschen schwächer unterwegs sein, aber mein Team, das kriegt euch beide gemeinsam gerockt. Das ist jetzt hier. Ich krieg euch zwei mit einem kleinen Finger zerquetscht. Das ist nicht das Problem. Na komm, ich mach den linken alle und du machst den rechten alle. Versuchen wir es zumindest. Oder auch so, wir machen beide gemeinsam den linken alle und danach den rechten. Duokless. Okay, ja, das kommt mir bekannt vor. Und Zielkraft. Okay, das war nicht sehr effektiv. Sehr effektiv auf, ja, beide. Besiegen wir erstmal Duokless. Risikodeckel. Okay, du kämpfst gegen Bonsong, das ist gut. Noch lebt es. Sondersensor. Der Bronzong ist auch ein Pokémon, das sehr bald gerne wieder im Team haben würde. Bald spielen wir die vierte Generation nochmal. Pokémon Diamant und Perl. Oder Platin. Mal schauen, was. Das nehme ich mir mal vor. Machen wir vielleicht noch dieses Jahr. Na, guck mal, Schwert und Schild braucht jetzt erstmal. Da kommt jetzt erstmal die Wiederbelebung des Projektes, was jetzt auf Eis gelegt wurde. Pokémon Y, Let's Play Again. Das braucht auch noch einige Parts. Da werden wir dann auf dem 3DS weiterspielen. Mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Ob ich noch geübt genug bin, auf dem 3DS zu spielen. In letzter Zeit so gut wie keine mehr. Also nicht so gut wie, sondern gar keine Projekte mehr auf dem 3DS. Schauen wir mal, wie ich jetzt das Pokémon Y zurückbringe. Das werden wir auch noch beenden. Und dann steht Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX an, aber gut. Feuerodem, ja, das ist nicht schlecht, das können wir. Ach, Delion, der Rauchwolke, kannst du vergessen. Hat er gleich ein neues Level bekommen. Level 18 schon. Oh, das ist
Nicht schlecht. Feuerzahn. Ich sag doch, da gibt hier nicht ganz viele neue Levels. Ins Zweck und Schwupp. Feuerzahn erlernt. Sondersensor. Sondersensor ist auch keine schlechte Attacke. Die kann sich schon sehen lassen. Sieht auch nicht übel aus. So, ja, wie wär's mit Mordi? Scheinbar sind jetzt hier die Feuerattacken auch sehr effektiv. Das ist scheint für Stahl-Pokémon, Stahl und Pflanze vorrangig benutzt zu werden. So, Tektas, das machen wir jetzt alle. Feuerball. Zack. Der Runde muss ins Eckige. Der Tektas, da sieht doch ein bisschen eckig aus. Also passt's. Gut. Einige Level für Delion. Oh, ist schon Level 22. Der wird schnell groß. Schlitzer. Ja, gegen Kratzer. Schlitzer gegen Kratzer. Großartig, sag ich doch. Der wird schnell trainiert. Der entwickelt sich gleich. Slam. Nur in einem kleinen Kampf mit dabei haben und schon gibt es hier zwei Entwicklungen. Wahrscheinlich zwei auf einmal hier. Wenn wir hier raus sind, gibt es gleich einen Durak. So, Ruhenkanonade. Auf Kersugudo. Ja, Bronzong lassen wir erstmal noch leben. Schalten wir zum Schluss aus. Kesurio besiegt. Das ging ja schnell. Neues Level. Flammenwurf. Das ist schon Level 25 gleich. Das ist doch hier. Ein Blutverlernen. Der hat schon alle guten Attacken. Ich sag's dir, da wird das gleich Level 25. Das könnte sogar fast hinkommen. Mit der Entwicklung. Noch ein bisschen, da haben wir tatsächlich gleich einen Durak. Auf Uhr. Ja, okay. Mein Freund, der Hub, der kriegt es nicht so gut hin. Der ja, ist ja am Verlieren. Und zum Glück gibt es nicht mich noch. Nicht mich noch, ja, mich gibt es zum Glück noch. Bronzong besiegt. Da waren es aber noch zwei. Ich glaube, zwei haben wir noch hier parat. Hat der Gegner parat. Neues Level für Endinandos und neues Level für Dillion. 26. Jetzt dürfte es mal langsam weniger werden mit den Levelanstiegen. Legios. Ja, auch nicht schlecht. Feuerball, würde ich sagen. Ich muss hier die Arbeit alleine machen. Die Pokémon von Hope, die bringt es nicht wirklich. Irgendwie nicht. Ein bisschen hilft schon, aber ja, könnte ich auch alleine. Wäre jetzt nicht das Problem. Gortraum besiegt. Ja, in dem Sinne. So, na komm. Kramor. Ja, inwiefern dein Kramor da helfen kann. Level 61, immerhin. Setzt halt bloß nicht die richtigen Attacken ein. Lohenkanonade. Zack. So, da war es noch eins. Haben wir es gleich. So kann man auch einen Part verbringen. Zwei Giga Dynamax Pokémon und zwei Clowns. Zwei Clowns in lustigen Anzügen und lustiger Frisur. Klicke die Klack. Fünfte Generation, wenn mich nicht alles täuscht. Fünfte oder sechste? Vielleicht sogar sechste. Pokémon X und Y, und da hat man sie zumindest sehr gut gesehen. Da werden wir sie wiedersehen. Wie gesagt, kommt jetzt im Anschluss. Pokémon Y. Also nicht im Anschluss an diesen Part, im Anschluss an das Let's Play, wo wir dann hier noch die paar Parts noch überstanden haben. Die Grimasse kannst du vergessen. Das brauchst du nicht. Level 29 schon. Ja, das ist doch gigantisch. Von Level 5 auf Level 29 oder was? Das ist vorher ein anderes Level. Bruder! Eine äußerst ungewöhnliche Situation. Bruder, was geht's?
Brüderchen, das muss ein Irrtum sein, findest du nicht? Du gewinnst 24.800 Pokémon der Leute siegreich aus dem Kampf gegen Schwerthold und Schildrich hervor. Wundervolle Namen. Ah, eine Entwicklung. Glumanda entwickelt sich. Dass wir das auch noch erleben dürfen. Eine Entwicklung in den letzten Parts dieses Projektes. Ein Glutexo. Und dann gibt es auch noch eine zweite Entwicklung. Nein, noch nicht. Da braucht es noch ein paar Levels. Braucht es noch einen Kampf. Geht's doch, wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiße unseres Angesichts trainiert. Pah, euer kleiner Erfolg sei euch gegönnt. Jedoch muss ich betonen, dass es zwei von euch gebraucht hat, um uns das Wasser zu reichen. Wie gesagt, das hätte ich auch alleine gekonnt. Da hat jetzt Rob nur einen kleinen Teil zu beigetragen. Wirklich. Euch ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr uns jetzt endlich den rostigen Schild zurückgeben und damit aufhören, Pokémon zur Dynamisierung zu zwingen?